eine kleine Sequenz. Ich bin nach Frankreich geschickt worden in eine Gastfamilie, die einen Gitarristen im Gepäck hatte. Der zweitjüngste Sohn, nee, der mittlere von fünf, der war Gitarrist. Und dieser Gitarrist hat mir die rudimentärsten Boogie-Läufe beigebracht mit 12. Bumbe, dumbe, 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 bumbe, dumbe, dumbe. Und dann verschiebst du das eine Seite und dann hast du auf der nächsten Seite denselben Boogie-Lauf. Also habe ich hier eine Gitarre. Jedenfalls hat er mir das so einfach erklärt, dass ich daraufhin mich auf der Gitarre auskannte. Ich hatte früher Cembalo gespielt und lauter so vornehme Sachen, Schulorchester, Kontrabass, aber diese Gitarrensachen, die haben mir die Möglichkeit eröffnet, auch eigene Texte reinzubauen. Mein erstes Lied hieß dann The Street, über die Drangsal auf der Straße, was Straßen so alles ausdrücken. Und mit drei Akkorden kommst du da ganz gut drüber. Also die Einfachheit, glaube ich, und gleichzeitig volksnah. Also Folkmusik hat das ja auch so an sich. Folkmusik ist ja auch etwas, die drückt sehr viel Schmerz und sehr viel Sehnsucht und Liebe und Liebeskummer aus und hat ganz gängige Melodien, ne? Folksongs. Folksongs und Blues sind dicht beieinander, finde ich. Gruppe war, Richard und ich spielen schon seit 11 Jahren zusammen, also gute 10 Jahre in einer Bluesband haben wir auf dem Buckel. Daher stammen die Coversongs, die wir machen. Und dann kam Corona, dann kam eine Pause, dann haben wir eine CD so über Studioarbeit gemacht miteinander. Und dann habe ich den Heinz, den Bassisten, auf dem Geburtstag kennengelernt. Der ist ja eigentlich Pianist und Chorleiter, aber der wollte immer mal Bass spielen. Dann haben wir uns mal getroffen. Thank you.
Spaß hier mitzuspielen mit den drei Musikkollegen, die alle wirklich fast Profis sind. Richard hat ein Stück komponiert, das ist dem Rüdiger auch nicht fremd. Heißt Naomi, das Straßenkind.
Und ja, wir machen fantastische Musik. Ich kann mich mit meiner Gitarre richtig toll ausleben. Ich kann schöne Soli spielen. Ich lerne viel dazu, was Harmonielehren was heute betrifft. Also für mich ist es eine Erweiterung meiner musikalischen, wie soll ich sagen, meiner musikalischen des musikalischen Raums, meines musikalischen Horizonts, so kann ich das sagen. Der Blues an sich finde ich eigentlich ganz toll, da man, sagen wir, mit relativ einfachen Harmonien man doch unglaublich viel sich ausdrücken kann. Man kann quasi sein Inneres musikalisch hervorbringen auf relativ einfache Weise. Alles nochmal aufnehmen, bitte. Ja, jetzt habe ich ein paar. Ja, und dann war ich Musiklehrer und hatte das Glück, auch Mitglied in einem Chor zu sein. Und mein Faible war eigentlich immer Chorarrangements oder Arrangements zu schreiben. Und dann wurde ich irgendwann, nachdem der Chorleiter gewechselt hat, zur Hochschule gewechselt hat, wurde ich dann Chorleiter. Hab eine Chorleiterausbildung gemacht, hab Chöre auch übernommen. Und dann war Musik tatsächlich mein Feld, bis ich irgendwann dann doch auch eine Stelle als Lehrer bekommen habe. Und da musste ich das zur Seite legen und habe in der Schule dann mich ausleben dürfen als Musiklehrer, aber auch als Musiker, Musicals geschrieben und Aufführungen vorbereitet, Aufführungen durchgeführt. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, dass man nach außen geguckt hat. Thank you.
Nein, ich muss eines vielleicht noch sagen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum AVWF-Therapeuten oder Trainer, würde man sagen, AVWF-Trainer. Da geht es um das Hören, und in der Ausbildung ging es um das autonome Nervensystem. Und ich habe in dieser Ausbildung erfahren, wie wichtig Musik und Klang für die innere Ruhe des Menschen sein kann. Und was man tun kann, ist die Fragestellung, die dann übrig geblieben ist, was man tun kann, um dem Menschen dann auch innere Ruhe zu schenken, über Klang. Und dann bin ich Klangmassagepraktiker geworden, habe eine Musiktherapeutenausbildung gemacht, habe mir Instrumente irgendwann mal angeschafft, die einfach Klanginstrumente sind. Und so bin ich also auch irgendwann zu Rick gekommen, mit dem ich dann intuitive Konzerte gegeben habe. Bei dem Stück von J.J. Cale merkt man, wie einfach ein gutes Stück geschrieben werden kann. Es spielt anfangs nur auf zwei Harmonien, F Major 7 und E Major 7. Und irgendwann kommt ein ganz komplizierter Mittelteil, da kommt noch A-Moll und G-Dur dazu. Aber die Stellung ist schon mit zwei Stücken, zwei Griffen da. In welcher Tonart spielt das jetzt? Warte. Oh, ich habe gerade rein. Wrong whistle. Mein Schild. Ich spiele die ganze Zeit auf dem Kopf. Jetzt mache ich immer noch Gong-Konzerte mit Rick zusammen und einem Freund. Okay, here we go. Wir nennen es nicht Gong-Konzert, weil wir nicht konzertieren. Es hat einen meditativen Anklang. Und das letzte Programm, das wir, oder wir haben uns ein Programm gegeben, das hieß Vom Dunkel zum Licht. Und wir haben dann die Klänge so gestaltet, dass wir immer einen Übergang hatten von dunklen, auch fordernden Klängen, hin zu Klängen, die Ruhe schenken. Und diese Wandlung, die haben wir mehrfach innerhalb dieses Gong-Konzertes dann durchgeführt. Das war so das letzte Projekt, und das wird auch das kommende Projekt wieder sein. Blues war etwas, was irgendwo auch schon im Anfang mit dabei war. In meiner Schulzeit hatten wir eine Bluesband. Wir hatten einen Verstärker und vier Leute spielten Gitarre über diesem Verstärker. Das war unsere erste Bluesband. Das war eigentlich der Anfang. Von da gesehen hatte ich Blues immer im Hinterkopf. Als ich dann Chris kennenlernte, war mir klar, oh, das ist etwas, was eine Ergänzung zu dem ist, was du sonst noch tust. Und Blues hat immer auch eine meditative Komponente. Und wenn ich spiele, dann mache ich mir ja keine Gedanken mehr. Sondern da geht es wirklich darum, dass ich meiner Intuition freien Lauf lassen kann im Blues. Thinking of my baby. Down and they're driving me mad. Gotta get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had.
Ich bin zuerst in Aurora, Illinois, in den Staaten geboren. Das erste Möglichkeit in die Schule, wo man mit Musik anfangen könnte, bin ich mit Trompete angefangen. Ich denke, aber ich bin nicht ganz sicher, ich muss überlegen. Vielleicht war ich 10 Jahre, 10 Jahre, 11. Es ist mit Trompete angefangen. Ich habe in High School, im Orchester, im Bläser-Ensemble, in Jazzband und alles, was möglich war, habe ich mit dem Trompete. Dann bin ich als, sagen wir, 19-Jähriger in die Club-Szene in Chicago und nicht mehr richtig geübt, nur abends bis 3, 4 morgens Trompete gespielt in Soul-Bands am meisten. Und ich habe meinen Ansatz kaputt gemacht. Und ich habe weiter gespielt mit dem kaputten Ansatz. Aber dann bin ich langsam mit Klavier angefangen. Und ich habe Musik studiert und jeder muss ein bisschen Klavier. Und dann habe ich Jazz-Klavier studiert. Und dann bin ich nach Deutschland umgezogen. Ja, ich habe eine Frau in Chicago. Sie hat ein Fulbright Scholarship gekriegt. Und Deutschland hat immer einen Austausch zwischen den Staaten und Deutschland. Und sie hat dieses Scholarship oder wie es heißt, gekriegt. Sie war in Chicago. Ich war beim Tanz, Jazz-Tanz begleiten auf dem Klavier und sie ist reingekommen. Hat sich hingesetzt und wir sind im Gespräch gekommen. Dann, das war's. Ich bin 4-mal nach Deutschland geflogen, das 4. Mal geblieben und nie zurückgegangen. Ich kann mehr erzählen, aber vielleicht reicht das. Ich habe einen Job mit der Army in Frankfurt, Hanauer Straße, Miquel Allee, denke ich. Ich weiß nicht genau. Die Amerikaner haben ein Theater gehabt, früher. Und ich habe diesen Job als Music Director gekriegt. Und wir haben vieles gemacht, Talent-Shows und alles Mögliche. Aber die Hauptsachen, wir haben die Musicals gemacht. My Fair Lady, Annie Get Your Gun, Chicago, West Side Story. So ich bin dann in Musicals verliebt. Und ich habe diesen Job 6 Jahre lang gemacht, Streit mit der Chef gehabt, aufgehört, 1 Jahr Pause gemacht und dann habe ich einen Job an das Konservatorium in Mainz, Peter Cornelius Konservatorium, als Keyboardlehrer. Mal gucken, ob es an der Gitarre liegt. Aber der Amp ist auch aus. Der Amp ist aus? Wieso ist der? Also Licht ist aus. Oh Gott, der Amp ist kaputt. Sicherung. Nein. Ja. Das war meine. Und dort habe ich weiß nicht wie lang, aber bis ich in die Rente gehen dürfte, gearbeitet. Als Keyboard. Hallo. Warte. Wo hast du denn reingestellt? Doch, darf mich rausziehen. Ja, wo ist die irgendwo? Ja, ich darf nicht gehen. Hier ist der Kabel. Hier ist der Kabel. Hier. Okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe meine Freundin in Aurora, Illinois, waren alle Trommler. In diesem Drum and Bugle Corps.
gibt es 10 Trommler, Snare, Tenor, Bass. Die war, alle meine Freundinnen waren Trommler und sie haben mir erlaubt, ein bisschen was mitzumachen. So, ich könnte nicht so gut wie sie. Sie haben die schwierigste auf einem Snare-Trommel, was man. Und ich habe auf meinem Tenor. Ja. Aber ich bin damit angefangen in Deutschland erstmal Workshops, afrikanische Trommeln-Workshops zu geben, weil ich jemanden kennengelernt habe, die das alles organisieren könnte, die Marianne Augustin. Und habe ich überall in Europa, ich habe die ganzen Instrumente mitgeschleppt in meinen Mitsubishi-Bus, ja, für 20 Leute. Und dann am Konservatorium, deswegen dürfte ich einen Kurs für die Studenten, Rhythmusschulung, darf ich machen. Und ich habe dann in dieser Zeit eine Trommelgruppe aufgebaut am Konservatorium. Dann habe ich bei einem bekannten Maler in Hofheim, Hermann Heindl, ist ziemlich bekannt, man muss ihn nur googeln. Ich darf in seinen Scheune eine Trommelgruppe einmal der Woche Unterricht geben. Und das ist vor vielen Jahren. Seit dann trommel ich jede Woche mit einer Trommelgruppe. Es war gestern Abend, freitags, 6:30. Und wir spielen Samba, Afrikanisch, Arabisch. Und ja, das war's. Das ist mein Bezug zum Trommel. Als mehr als Percussionist. Ja, das ist Hm, wo geht das hin? Sind es bei euch drüben drin? Ne, das ist uns, das ist okay. Ja, ja. Ja. Aber warum leuchtet hier kein Licht? Der Heinz und ich machen andere Musik zusammen und er hat Chris kennengelernt und hat mir eingeladen bei einer Probe. Und ich habe ein Cajon mit und wir haben ein bisschen Session gemacht und seit dann spielen wir zusammen. Gib doch mal, wo ging das Kabel hin? Ja, das wollten wir ja gerade rausfinden. Also, ist hier, hier ja, das nicht, ja. Das hat hier in den Amp geht es. Ja, das hat ja, schau mal, da ist in meinem Verteiler, da habe ich eine freie, da habe ich eine freie Steckdose. Da muss du rein. Ich kenne deinen Verteiler. Ja, soll ich mal dein Pass haben? Ja. Ich spiele nicht. Helf. So, mehr Jobs zu kriegen, mehr Jobs, mehr in diese, es gibt verschiedene Szenen, ja, und diese eine Szene, kleine Nachtlokalen mit Live-Musik, das wird schön, da reinzukommen. Sonst kein großartiger Zukunftspläne, immer weiter Musik zu machen. Bis es nicht mehr geht. Über den Trampen. Das war der Applaus. Aber ich habe ja noch eine, die es noch nicht verstimmt jetzt. Beim Trampen, also mal von Montreal die Ostküste runter und quer rüber und dann die Westküste bis Seattle hoch, wo ich diese Gitarre im Keller gefunden habe, hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht so ganz alleine, wenn ich da trampe. Erstens mal habe ich vor mich hingesungen, zum Beispiel das alte Stone-Stück Down the Road a Piece und war immer so am Laufen, wenn niemand mich mitnahm. Und außerdem hatte ich das Gefühl, behütet zu sein. Irgendwie war ich behütet. Und ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt und getroffen bei dieser Tramp-Tour. Und davon handelt das Stück. Walking Down the Highway. Muss nur noch dein Kabel anstecken. Meinst du? Wie gut, dass ich euch hab. Das ist einfach schön. Das ist so gut. So, das kannst du im Kaminholz tun. Das ist anstrengend. Tom Petty hat dafür drei Roadies, die immer mit den Gitarren angerannt kommen. Ist besser als das Ding. Also da arbeiten wir noch dran. Ja, Wolfgang, wenn du ein paar Leute in Bingen kennst, die sowas gerne machen würden.
Ich guck mal. Guck mal. Ja, ja. Wie alt müssen die sein? Ah, also unter 50, glaube ich. Okay. Dann kriegen sie nächsten Schuss. Das ist schön. Also ich freue mich, dass ich den Chris vor über 10 Jahren kennengelernt habe und dann jetzt vor 3 Jahren dann auch den Rick und den Heinz. Wir haben uns also recht gut zusammengefunden und harmonieren auch richtig gut untereinander. Wir ergänzen uns eigentlich gegenseitig, was der eine nicht hat, der andere. Der eine so ein bisschen, kann schon mal ein bisschen hektisch und so weiter sein. Der nächste bringt mehr Ruhe in die Band rein. Also von daher denke ich mir, wir haben uns richtig gut zusammengefunden. Vier. Es ist so schön, mit Musik älter zu werden. Es ist einfach nur schön. Tschüss. Bitte.